Palmblattlesung und Tod, die zweite. Ich habe noch einen Nachtrag zu meinem letzten Video. Ich hatte dir erzählt, dass die Nennung des Todeszeitpunktes in meinem Palmblatt mich zur Reflexion angeregt hat, noch mehr als sonst. Ich habe auch erwähnt, dass ich eigentlich sehr todesnahe, sehr todesfreundlich bin und dass ich da keine Angst habe. Aber dass ich doch in eine intensive Reflexion gekommen bin, weil das schon neue Prioritäten setzt. Und ich hatte dir erzählt von diesem Spiel, das ich in meinen Seminaren gern gemacht habe mit meinen Gruppen, nämlich stell dir vor, du hast noch eine Woche zu leben oder ein Tag, ein Monat, ein Jahr. Was würdest du anders machen und was würdest du genauso tun und so weiter. Und ich habe dazu noch ein anderes Spiel, das ich auch manchmal gespielt habe. Ist auch sehr interessant, macht sehr nachdenklich. Und es ist für mich besonders interessant, weil es jetzt plastischer wird. Und zwar geht das so, du nimmst ein Blatt Papier quer, also beispielsweise so, und stellst dir vor, hier ist der Zeitpunkt deiner Geburt und hier ist der Zeitpunkt deines Todes. Und jetzt fühlst du in dich hinein, wo auf dieser Wegstrecke zwischen Beginn und Ende befindest du dich. Und ich habe mir das ungefähr schon ausgerechnet, also wenn ich noch 13 Jahre habe und ich bin jetzt 74, dann habe ich fast schon 6-mal diese Strecke absolviert oder genossen, wie auch immer man es nimmt, und bin ungefähr da. Und wenn du deinen Zeitpunkt fühlen kannst, oder vielleicht hast auch du schon eine Palmblattlesung bekommen und weißt deinen Todeszeitpunkt, ich würde dir nur wirklich empfehlen, lass dir nur dann diesen Zeitpunkt sagen, wenn du es wirklich wissen möchtest, denn ich habe mit Freunden, Freundinnen gesprochen und die meisten haben eigentlich gesagt, sie wollen das keineswegs wissen. Für mich war es interessant und tatsächlich ist die Reflexion, die das ausgelöst hat, besonders interessant für mich, obwohl ich mich eben viel damit auseinandergesetzt habe schon, sonst hätte ich diese Spiele in meinen Seminaren ja nicht vorgestellt. Also das wäre die Wegstrecke, die ich schon absolviert habe und das ist das, was mir noch bleibt. Ist spannend, nicht wahr? Also ich möchte dich natürlich nicht erschrecken mit diesem Spiel, aber wenn ich weiß, so viel bleibt mir noch und so viel habe ich schon abgeschlossen, dann setzen sich zwangsläufig die Prioritäten neu. Und das ist das Interessante an diesen Spielen. Also wenn du deinen Todeszeitpunkt noch nicht weißt, dann fühl dich einfach hinein. Wo hast du das Gefühl, wo bist du auf dieser Wegstrecke? Und dann reiß einfach das, was du schon erlebt hast, weg und überleg dir, was mache ich mit dem Rest? Wie erfülle ich diesen Rest? Wenn meine Seele mir sagt, du, ich habe es eilig. Leb diesen Teil wirklich bewusst und geh vor allem wertschätzend um mit dir. Denn ja, es ist noch eine Weile. Genieß diese Weile.